wieder der Ralf. Endlich ist der Sommer da und was braucht man, wenn man im Sommer draußen sitzt? Musik natürlich. So Bluetooth-Boxen, die kriegt man mittlerweile überall, gibt's wie Sand am Meer. Aber ich habe mir gedacht, sowas kann man doch auch einfach selbst bauen. Die Box hier habe ich bei mir im Keller gefunden. Die gehört mal zu so einem 5.1-System, das benutze ich nicht mehr und das bauen wir jetzt einfach um. Los geht's. So, da ist die Box. Die gehört eigentlich zu so einem Heimkinosystem und ist eine passive Box. Da braucht man ja normalerweise so einen riesen Verstärker dazu. Der wäre ein bisschen unhandlich für draußen. Und deswegen nehmen wir einfach nur diesen kleinen hier. Für den Umbau benötigen wir außer der Platine noch eine Poti-Kappe, ein Bluetooth-Modul, einen Spannungswandler, diverse Kabel und Schrumpfschläuche, einen Schalter und ein 12-Volt-Netzkabel. Das ist das Verstärkermodul. Da haben wir auf der einen Seite Anschlüsse für die Boxen, den Strom und das Audiosignal. Auf der anderen Seite ist der Poti, also der Lautstärkeregler. Und hier, das sind die beiden Verstärkerelemente mit der Kühlung. Das Bluetooth-Modul muss ich erstmal von seinem Gehäuse befreien. Auf der einen Seite sieht man den AUX-Anschluss, auf der anderen Seite den USB-Anschluss, der für den Strom benötigt wird. Auf der Rückseite sitzt der Prozessor. Als kleine Übersicht habe ich hier eine Checkliste mit allen Handlungsschritten vorbereitet. Zuerst baue ich die Lautsprecher aus. Als erstes entferne ich die Lautsprecher aus der Box. Dazu drehe ich die Schrauben raus, danach kann ich die Boxen rausnehmen. Die Kabel trenne ich einfach durch. Anschließend isoliere ich sie ab und verzinne sie. Für eine bessere Anschlussstelle knipse ich vorne ein Stück ab. Als nächstes möchte ich das Bluetooth-Modul an die Platine anschließen. Dafür nutze ich ein Stück Flachbandkabel. Davon nehme ich zwei Adern, die ich auf jeder Seite abisoliere. Anschließend verzinne ich jeweils noch die Enden und löte sie auf die Unterseite der Platine an die Strombuchse. Zur Isolierung versehe ich die Kabel noch mit Schrumpfschläuchen. Auch für das Bluetooth-Modul nehme ich zwei Adern vom Flachbandkabel, isoliere sie ab und verzinne sie. Die beiden Adern löte ich an die äußeren Pins der USB-Buchse. Eine USB-Buchse ist standardmäßig an den äußeren Pins mit Plus und Minus versehen. Die Datenpins in der Mitte benötigen wir nicht, da das Modul den Anschluss nur zur Stromversorgung nutzt. Das ist eine ziemliche Fuddelarbeit und hat mich ganz schön viele Nerven gekostet. Anschließend kommen wieder Schrumpfschläuche drüber. Da das Bluetooth-Modul nur mit 5 Volt betrieben wird, brauche ich einen Abwärtskonverter, den ich vor das Modul schalte. Dazu montiere ich die Stromkabel des Moduls in den Output des Konverters, der ist mit V-Out gekennzeichnet. Weil das Holz meiner Box sehr dick ist, habe ich mir noch eine dünne Holzplatte besorgt, in die ich die Bauteile befestigen kann. Dazu vermesse ich die Platte und halte die Bauteile an. Für den Poti und den Schalter bohre ich zwei Löcher und schraube die beiden Bauteile ein.
Für die Stromversorgung habe ich ein 9 Volt Netzteil. Um einen Anschalter einzubauen, trenne ich das Pluskabel durch, isoliere es ab und verzinne es. Die beiden offenen Enden löte ich an einen Schalter an. Bevor ich alles zusammenbaue, teste ich das Modul auf die Funktion. Dazu schließe ich alles vorläufig an und es funktioniert. Um das Bedienfeld an das Gehäuse anzubringen, zeichne ich mir grob die Umrisse an und säge mit der Stichsäge ein Loch aus. Beim Bohren und Sägen, wie immer, Vorsicht mit den Fingern. Das Bluetooth-Modul und den Konverter klebe ich mit Heißkleber auf die Unterseite des Bedienfeldes. Anschließend verkabel ich sie mit der Verstärkerplatine. Den Schalter musste ich noch einmal abmachen, um das Stromkabel durch das Bassrohr der Box zu fädeln. Dann den Schalter wieder dran und die Platte in Position bringen. Bevor wir das festschrauben, müssen die Lautsprecher wieder montiert und verkabelt werden. Da sind mir die Kabel der linken Box etwas kurz geraten, deswegen habe ich sie noch ein bisschen verlängert. Danach alles rein, festschrauben und fertig ist die Box. So, das ist die Box und ich finde, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Manchmal war es ein bisschen knifflig beim Bauen, aber im Grunde hat alles super funktioniert. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Mal.